Ein herzlich willkommen zurück bei ARK und bei Game Life natürlich. Ich bin wieder euer Manu und wir sind mal wieder bei ARK. An dem Stand, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich muss mich mal wieder kurz eingewöhnen, habe schon eine Ewigkeit kein ARK mehr gespielt. So 3 Wochen ungefähr. Packen wir mal ein paar Steine ein, können wir alles gebrauchen. Und dann noch ein bisschen Holz. Wir wollen ja auch endlich mal unsere Bude auffrischen. Wir wollen jetzt endlich mal eine Bude bauen. Holz und Stroh, das brauchen wir alles. Das ist eine nervige Arbeit. Gott sei Dank wieder Level ab. Das war letztens aber nicht da. Daran konnte ich mich auf jeden Fall erinnern. Grabsteine. Kürbisse. Okay. Kann man die auch... Ah, die kann man pflücken. Geräusche. Sogar die Grabsteine können wir einsammeln. Sehe ich das richtig? Ja, natürlich. Lustig. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Tatsächlich Grabsteine. Die brauchen wir nicht. Denke ich mal. Du erstmal hier unser Gewicht auf den. Okay, die können wir. Okay, das Spiel wurde geupdatet, wie ich weiß. Aber ich dachte nicht, dass sie immer noch auf dem Halloween-Modus sind. Brauchen keine EP, die nehmen wir einfach mal. Nehmen wir jetzt mal dies noch. Dann brauchen wir auch noch ein paar Waffen. Wir müssen uns auch irgendwann noch verteidigen. Dann nehmen wir noch eine Hose. Unser Bob friert sich ja auch den Arsch ab. Können wir auch gleich mal eine machen. Unser Bob bekommt jetzt eine Hose. Oh, jetzt ist ein Limmel auch eingepackt. Lol. Dass ARK noch im Halloween-Fieber ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Machen wir mal unseren Job hier weiter. Es hat letztens einer in einem ARK-Video, den man kommentiert, den der Maxi. Wenn du dieses Video jetzt nochmal angucken solltest, jetzt hier, kann ich dir jetzt nochmal, ich habe ja schon für deinen Kommentar ja geantwortet, werde aber jetzt auch noch in diesem Video nochmal drauf kommentieren. Fuck, jetzt ist die Jagd kaputt gegangen. Werde ich nochmal drauf antworten. Das Spiel laggt nicht. Du siehst selbst, ich spiele selbst auf der One. Da müsste auch gleich noch was kommen. Ich spiele selbst auf der One, das siehst du. Es ist spielbar und es laggt. Ab und an mal laggt es. Da muss ich zugeben. Aber es ist spielbar. Das Spiel stürzt ab, wenn du... Ich weiß nicht, ob es jetzt behoben worden ist mit dem Patch, aber es muss man testen. Wenn es stürzt ab, wenn du Metallgebäude baust. So viel weiß ich. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist. Wenn es bei euch genauso ist, wenn das Spiel abstürzt, wenn ihr Metallgebäude baut, also nur bei der Xbox, dann lasst mal bitte mal so einen Kommentar. Wenn es nur bei mir ist, dann ja. Dann ist es mysteriös. So, dann können wir nochmal Gewicht ausbauen. Dann machen wir aber diesmal... machen wir jetzt den Boden, brauchen wir auf jeden Fall. Dann machen wir auch noch eine Wand, würde ich sagen. Fasern. Fasern sammeln, das ist. Nee, Mann. Das müssen wir jetzt auch noch. In dem Moment Vegetarier, wir essen gerade kein Fleisch. Ach, lecker Bären. Bären sind lecker.
Leckerbären. Fasern. Sammelfasern. Fasern sammeln sind so scheiße. Wenn man das normal spielt, ohne Cheats, ja, dann wisst ihr selbst, dass es Cheaten einfacher ist, aber. So einfach ist Fasern. So toll. Das fuckt ab. Ich habe mir sogar überlegt, dass ich die Fasern einfach mal sammle. Oh. Achso, das. Okay. Das. Okay, nehmen wir einfach mal alles mit, was wir hier finden. Aber das Ding ist neu. Haben sie das neu gepatcht oder ist es nur wegen Halloween? Das sieht schon irgendwie komisch aus, das, ja. Naja, sag jetzt nichts. So, jetzt können wir auch schon mal ein paar Strohboden-Fundamente Dinger bauen. Wasser können wir eigentlich auch gleich mit einbauen. Das Fleisch jetzt nicht, das was wir sehen. Das machen wir dann dahin, dass es gleich einfacher ist. Jetzt muss ich mir aber trotzdem weiterhin Fasern einsammeln. Jetzt sind wir auch überlastet, war mir klar. Wir müssen jetzt Steine müssen wir raushauen, die brauchen wir vielleicht doch nicht. Wenn, können wir ja die abhauen. Eisen brauchen wir jetzt auch nicht, kriegen wir auch alles schnell. Kürbisse können wir eigentlich auch, ich weiß nicht, lassen wir die mal vielleicht nicht da. Die Bären brauchen wir gerade gar nicht. Die Bären, die haben wir auch, wenn einer jetzt auf den Kommentar unten reinschreiben würde, hey, warum schmeißt du Bären weg, hey, du kannst damit Tieren zählen. Wir haben jetzt nicht vor, gerade irgendein Kakadu oder so zu zählen. Können immer noch nicht laufen. Fuck. Dann müssen wir auch ein bisschen Holz wegschmeißen. Erstmal Feuersteine. Na. Alter, ich hab Schluck auf. Was für ein Scheiß. Wenn ich irgendwelche Geräusche machen sollte, gerade. Oder gemacht habe. Ja, ich hab gegähnt. Ja, ich glaube, das hat keiner mitgekriegt. Fasern. Ich hab keinen Bock auf die Dinger einzusammeln. Ganz ehrlich, das ist so eine nervige Art. Dann geh ich lieber jagen. Nee. So, machen wir ein paar Speere, die können wir gebrauchen. Die sind immer noch zu schwer, ich fass es nicht. Perfekt, da haben wir mit dem Lacken. Jetzt hat's kurz gelackt. Gelackt. Ich würde sagen, das schmeißen wir kurz mal Holz raus. Und sammeln es gleich wieder ein, wenn wir das Ding aufgebaut haben. Ich würde sagen, dass wir es hier aufbauen. Weil es wird doch, sieht gut aus. Jo, Holz holen wir wieder. Holz brauchen wir immer. Bären können wir weglassen. So, wir brauchen wieder Fasern. Bald mache ich wahrscheinlich noch ein Lied dazu. So, Fasern. So wie Krog mit Kohle. Wenn ich so oft Fasern sammle, tue in einem Let's Play, gibt es bald ein Lied, ich schwitze mit euch. Und einen Haufen Bären sammeln wir auch noch ein. Ich würde gerne, dass so eine Schüssel. Ja, doch, so eine Schichtel fehlt. Ich weiß verdammt. Ihr wisst, was ich meine. Und Level up! Bob wird schlauer. Wiedergewicht. Wir müssen auch im Moment viel tragen. Jetzt holen wir noch eine Tür. Oder Tür vom Fundament. Dann noch ein Dach. Tür haben wir noch. Auch noch ein bisschen. Dann holen wir noch ein Hemd. Dann kann Bob sich später noch ein Hemd zulegen oder sich leisten.
Einen Boden brauchen wir noch, das brauchen wir dann wieder Fasern sammeln. Das ist mein Lieblingsjob. Fasern. Wenn ihr mal Lust habt, oder generell, wenn ihr Lust habt, mitzuspielen, dann schreibt es in den Comments mit eurem Gamertag oder schreibt uns privat, wenn es nicht jeder wissen muss, wie ihr heißt. Wir können dann auf dem offiziellen Server oder wir spielen auf uns hier auf den lokalen. Okay, da haben wir halt einen Radius, aber das macht für den Anfang nichts. Wenn aber mehr Interesse besteht, dass mehr Leute mitspielen wollen, dann können wir auch einen eigenen Server mieten. Hab da schon ein paar Angebote bekommen von ein paar Leuten, dass wir einen eigenen Server betreiben können. Wenn das Interesse besteht, wenn ihr Bock habt mitzuspielen. Eure erste Aufgabe wäre dann auf diesem Server, wenn ihr mitspielt, Fasern sammeln. Nein, so scheiße bin ich jetzt nicht. Machen wir jetzt noch eine Fackel, weil es wird zu schnell zappenduscht dort draußen. Dann nochmal auf den Kommentar zum Maxim zurückzukommen. Ich würde, wenn du das Spiel noch nicht hast, ich empfehle es dir. Es macht schon Spaß auf der One. PC hast du halt mehr Vorteile. Aber auf der One hast du, also auf der Konsole hast du es halt so gechillter. Könnte man sagen, oder? Ich weiß nicht, was ihr denkt. Also ich finde es auf der Konsole ist angenehm. Fasern, das nervt sowas von die Dinger zusammen. Wie das aussehen würde von der Ferne. So ein Bauer, wo Fasern sammelt. Wir können uns freuen, dass wir hier noch nicht gestorben sind. Das ist, da brauche ich mir vielleicht noch eins. Wenn nicht, können wir. So. Vorteil, dass wir gleich zwei Bette haben. Wir haben doch langsam Struktur auch, gell? Das ist doch schön. Der sieht das schön. Oh, das sei im Glück allein. Home sweet home, würde ich jetzt sagen. Weil ich babbel jetzt gerade so einen Quatsch zusammen, ja. Wusste ich doch, ein Dach fährt. Und wieder Level up. Bob wird schlau. Dann machen wir aber diesmal... Dann machen wir mal Gesundheit. Machen wir diesmal die Tür. Und was haben wir noch? Schuhe? Ja, machen wir Schuhe. Und dann Armschiene. Dann haben wir also. So, dann machen wir jetzt noch die Tür. Dafür haben wir. Nein, Fasern. War mir klar. Bob ist kalt. Ich würde sagen, jetzt setzen wir noch schnell, machen wir noch die Tür, setzen die ein und dann war's das wieder für diese Folge. Und dann würde ich sagen, dass man nächstes Mal wieder bei Game Life bei Ark reinschaut.
Also, viel Spaß. Bis nächstes Mal.